sind ja dann doch einige Dinge dabei, die ja für dich auch vielleicht interessant sein könnten. Erstmal nochmal vielen Dank für den heutigen wundervollen Vormittag und Mittag. Ich habe da doch einiges zugelernt, ganz besonders auch im Hinblick auf diese Kamera dort, dieses Kameratool, was ja mit jedem Smartphone eigentlich arbeitet, bin ich recht angetan, weil das natürlich auch für einen recht moderaten Preis für meine Schüler in Frage kommen könnte. Und was man dort sieht, ist, dass tatsächlich auch von der heutigen Session, diese finde ich für Doris Pferd noch wichtiger als für Uwes, weil Uwes Pferd war vielleicht beim letzten Mal diese entscheidenden Aha-Momente und die heute mehr oder weniger dann nochmal erinnert und abgefragt worden sind. Und was man dort sieht, ist doch, wie dort diese Knackpunkte stattgefunden haben und wie man auch in dieser Videoanalyse heraus genau sehen kann, wie er sich verändert hat und wie wir uns dann auch verändert haben. Und das ist also irre, wirklich irre zu sehen. Das ist jetzt zusammengeschnitten, habe ich das bereits, auf 5 Teile, das sind so ungefähr knapp 15 Minuten. Und der erste Teil, das ist chronologisch gereiht und das ist dann die Dori, die ihr Pferd zeigt, wie sie es verlädt. Dann kommt der zweite Teil, wo ich dann in Anführungszeichen übernehme und ziemlich schnell auch deutlich sichtbar ist auf dem Video. Ich habe es auch gemerkt, dass da dann nicht genug Energie dran war. Er ist dann einmal nochmal draufgegangen und als er dann eben halt gemerkt hat, das geht immer wieder vor und zurück und wo ist der Sinn da drin und was soll ich machen und überhaupt, hat ja die Energie gefehlt. Und dann kommt im dritten Teil, wie ich mir dann diese Energie in Form von einer leichten Vorhand. Das ist ja der Trick an der Geschichte, wenn man keinen Seil in der Hand hat, dann kann man seinem Pferd ein Angebot machen und es geht sehr gerne diesem Angebot nach, motiviert durch ein Teamplay halt oder durch ein Teamwork oder durch eine vernünftige, überlebensfördernde Zusammenarbeit in der Herde und im Team. Ja, und dann bin ich nochmal rangegangen an den Anhänger und hatte meine Core Energy, aber noch so wie beim ersten Mal. Und dann ist das so deutlich zu sehen, als ich dann es eigentlich schwerer gemacht habe, sprich, ich habe den Druck ja dadurch erhöht, dass ich das geteilt habe, ich mich aber dadurch anders positioniert habe und positionieren konnte. Also ganz deutlich in dem Abteil links im Anhänger war und er war im rechten. Beide Bauchnäbel zeigten geradeaus und dann war die Tür auf und dann in dem Moment hatte ich auch durch einen leichten Turn zu ihm hin wieder überhaupt kein Problem damit, ihn im Rückwärts zu kontrollieren und Step by Step rückwärts gehen lassen.